Also da sitzt der Philosoph und Pädagoge Omra Mikhail Ivanov. Ich habe hier noch ein Bild, das kann ich mal kurz in die Kamera halten, dass es ein bisschen Ah, besser ja. zu sehen ist. Der Weg des Lichts. Der Weg des Lichts, genau. Und ja, dankbarerweise kam vor 3 Jahren Omra Mikhail Ivanov in unser Leben. Meine Freundin hat damals ein Buch in der im Reformhaus gefunden und da hat sie gesagt, oh, das Buch muss ich mir bestellen. Es ging eigentlich um Symbole und Zeichen. Und ja, es ist ein aus meiner Sicht spiritueller Meister, der die Lehre, also die universelle Lehre verkündet hat. Und ich finde, so treffend auf den Punkt gebracht, mit so einfachen, klaren Worten, so schön. Also ist einfach für mich ein unglaublicher Schatz. Es ist einfach so, dass man denkt so, boah, alles ist da, alles ist gesagt, alles ist niedergeschrieben, es ist kostenlos. Wir sind reich. Also Jetzt so müssen wir in es nur der noch Art. umsetzen. Jetzt müssen wir uns, müssen nicht, jetzt dürfen wir uns damit beschäftigen und dürfen die Gesetze, die geistigen Gesetze, die kosmischen Gesetze kennenlernen, dürfen sie anwenden. Und ja, also für mich ist das diese Inkarnation von Omra Mikhail Ivanov wirklich ein Zeichen, dass die Welt jetzt im großen Wandel ist. Und dass wir uns damit verbinden dürfen und dass wir auch ein Teil dessen sein können und daran aktiv mitarbeiten können, auch in der Öffentlichkeit. Ja, auf jeden Fall. Ist der denn noch in seinem Körper aktuell? Also ist er noch Nee, inkarniert? er hat gelebt von 1900 bis 1986, Okay. in Bulgarien geboren, von Peter Deunow gelernt, damals die Weiße Bruderschaft. Dann Ah. 37 nach Frankreich sozusagen geschickt worden, um die Lehre zu verbreiten. Peter Deunow hat schon den Zweiten Weltkrieg vorausgesehen und gesagt, das ist alles hier gefährdet. Ist am Ende auch so gewesen in Bulgarien und dann in Frankreich von 37 bis 86 die Lehre verbreitet mit sehr vielen Schwierigkeiten, aber auch sehr vielen wunderbaren Ereignissen. Wow, ich höre selten jemand die Weiße Bruderschaft ansprechen. Du bist der Erste sozusagen, mit dem ich darüber spreche. Hast du dich mit denen mal ein bisschen tiefer befasst, wer da so mit sich mit in Verbindung steht? Also, es gibt, aus meiner Sicht ist es so, und das ist jetzt das, was ich von Omran weitergeben kann, die universelle Weiße Bruderschaft sind in der geistigen Welt die aufgestiegenen Meister, die diesen Zyklus der ganzen Reinkarnation sozusagen beendet haben und jetzt aus der geistigen Welt wirken und teilweise aber auch noch reinkarnieren und auf der Welt arbeiten. Und in der Weißen Bruderschaft kann man es so sehen oder wird so gesehen, dass wir uns als Schüler dieser universellen Weißen Bruderschaft sehen können und im Idealfall für die arbeiten können. Ich habe ja vorhin mal angesprochen, für wen arbeiten wir? Arbeiten für die dunkle Loge oder für die schwarze Bruderschaft oder arbeiten wir für die weiße Bruderschaft? Was einfach so, was ich so sehe, dass es einfacher ist, sich mit der weißen Bruderschaft zu verbinden, als, sage ich mal, direkt mit Gott oder mit Engeln. Weil die Weiße Bruderschaft direkt für die Erde zuständig ist und weil die direkt mit der Erde verbunden sind, weil die ja hier auf der Erde gelebt haben. Und für mich ist es auf jeden Fall so, dass es mir einfacher fällt, dadurch, dass jetzt zum Beispiel auch die ganzen Bücher da sind, die ganzen Schriften, die wir nachlesen können. Und es ist einfach wunderbar, so sehe ich das, dass das alles da ist, dass wir das machen können. Und am Ende ist natürlich alles ein Weg zu Gott, aber es ist schön, da auch Zwischenstationen, sag ich mal, ansprechen zu können. Ja.